Fast 130 Jahre Geschichte stecken in diesem altehrwürdigen Internatsgebäude in Wolfenbüttel. Hier im Norden der Stadt war einst die Samson-Schule beheimatet, eine jüdische Freischule. Daraus soll nun ein Wohnheim für Studierende entstehen. Projektentwickler Gerrit Ernst lässt das denkmalgeschützte Gebäude mithilfe der N-Bank sanieren und umgestalten. Wir haben in der Region Hannover schon einige geförderte Wohnungsbauprojekte realisiert, auch Zusammenarbeit mit der N-Bank. Und da war es hier, weil dieses Förderprogramm sehr neu war von der N-Bank, die Idee, das man mal zu nutzen. Und hier liegt es natürlich nahe, dadurch, dass wir mit der Mendelssohn-Stiftung schon Studentenwohnheime realisiert haben, dass man das Gebäude daraufhin untersucht. Und die ganzen Achsraster, die ganze Erschließung des Gebäudes ist eigentlich geeignet dafür. Nach Jahren des Leerstands wird dem historischen Bau wieder neues Leben eingehaucht. 1929 hatte die Samson-Schule schließen müssen. Seitdem war die Nutzung von großer Unbeständigkeit. Und wurde dann aber von der Stadt Wolfenbüttel für eine neue Nutzung ausgeschrieben. Und Kern dieser neuen Nutzung war dann tatsächlich auch, dass wir das Gebäude wirklich von Grund auf sanieren müssen. Für Projektleiter Ernst war derweil eine Umsetzung an die Förderung geknüpft, um eigene Risiken zu mindern. Ermöglicht wird das Projekt somit erst dank der bewilligten Förderung durch die N-Bank. Wir haben tatsächlich eine Darlehensförderung hier. Es wird ein Darlehen ausgereicht pro Wohnplatz. Das bewegt sich bei etwa 80.000, 90.000 Euro. Und dann haben wir noch eine Zuschussförderung von der KfW. Und damit refinanzieren wir das Gebäude zu einem, ich würde mal sagen, überwiegenden Anteil. Wir müssen natürlich auch noch Eigenkapital in das Projekt einbringen. Von dem Wohnheim profitieren vor allem Studierende der nahegelegenen Ostfalia-Universität. Aber auch die TU Braunschweig liegt nicht weit entfernt. Ja, wir haben das Gebäude jetzt hier für 155 Bewohner geplant. Das sind überwiegend Einzelapartments, die ausgestattet sind mit einem kleinen Bad, mit einer kleinen Kochnische. Und neben diesen Einzelapartments befinden sich dann noch Gemeinschaftsräume hier in dem Gebäude. Es gibt noch ein bisschen Infrastruktur, Waschraum, noch Lernräume, die hier angeboten werden. Und neben diesem Studierendenwohnen gibt es dann noch eine kleine Ausstellungsfläche der Mendelssohn-Stiftung. Denn auch das historische Erbe der ehemaligen jüdischen Schule soll sichtbar bleiben. Wenn alles glatt geht, kann das Studierendenwohnheim zum Wintersemester 2024 bezogen werden. Die Sanierung ein ausgesprochen kompliziertes Unterfangen, allein schon angesichts der Denkmalschutzauflagen oder der hohen energetischen Ansprüche. Es ist aber natürlich auf der anderen Seite wirklich ein Gebäude, was einen wahnsinnigen Charme und eine ganz tolle Historie ausstrahlt. Und unser Ziel ist es ja schon auch, dieses Thema junges Wohnen, Studierendenwohnen, Auszubildendenwohnen gerade mit diesem Erinnerungsthema zu verknüpfen. Und das ist natürlich hier ein Beispiel par excellence.